Nachdem am Freitagabend ein 42-jähriger Mann in Niendorf mit einem Messer verletzt worden war, erlag dieser letzte Nacht in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das gab die Polizei bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 52-jährige Täter seine Ex-Frau in deren Wohnung aufgesucht, beleidigt und angegriffen. Diese soll ihren Bruder zu Hilfe gerufen haben, der wenig später vor Ort war und dann vom Täter lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fall werde nun von der Mordkommission übernommen.